Lerneinheit 6, Buchungen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses. Das ist die letzte große Lerneinheit und stückweise auch eine der schwereren. Fangen an mit Kapitel 6.2. 6.1 war nur eine kleine Einführung. 6.2 ist Anschaffung, Herstellung, Abschreibung und Verkauf von Anlagegütern. Den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entspricht eine periodengerechte Gewinnermittlung. Das bedeutet, dass nur diejenigen Erträge und Aufwendungen in der GOV-Rechnung erfasst werden sollen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. In der Praxis gibt es aber Zahlungen für Aufwendungen und Erträge, die erst nachfolgende Geschäftsjahre betreffen. Außerdem kann man sich Aufwendungen und Erträge vorstellen, für die erst in späteren Rechnungsperioden Zahlungen geleistet werden. Dadurch ergibt sich dann eine Diskrepanz zwischen Erfolgsrechnung und Zahlungsvorgang. Da in vielen Fällen eine exakte Zuordnung überhaupt nicht oder zum Abrechnungszeitpunkt noch nicht möglich ist, muss die zeitliche Zuordnung des verursachenden Werteverzehrs und Wertezuflusses unter bestimmten Prämissen erfolgen oder geschätzt werden. Um den wirtschaftlichen Erfolg dennoch mit einer zufriedenstellenden Genauigkeit abgrenzen zu können, müssen in der Buchhaltung Maßnahmen zum Jahresabschluss ergriffen werden. Diese Maßnahmen beziehen sich auf Abschreibung von Anlagegütern, Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellungen. Und das ist quasi das ganze Kapitel 6. Und heute geht es erstmal hauptsächlich um Abschreibungen. Alle Vermögensgegenstände, die einem Unternehmen langfristig zur Verfügung stehen, zählen zum Anlagevermögen des Unternehmens. Drei Hauptgruppen werden dabei unterschieden. Die immateriellen Vermögensgegenstände sind dadurch gekennzeichnet, dass sie keine körperliche Gestalt besitzen. Dazu zählen selbstgeschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Lizenzen an solchen Rechten und der Geschäfts- und Firmenwert. Dann haben wir in der Mitte die sogenannten Sachanlagen. Sachanlagen sind materielle, also körperliche Wirtschaftsgüter. Das umfasst Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, technische Anlagen und Maschinen, Fuhrpark, andere Anlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Dritte große Kategorie haben wir dann noch die Finanzanlagen, und die Finanzanlagen setzen sich zusammen aus Anteilen und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Wertpapiere des Anlagevermögens und sonstige Ausleihungen. Grundsätzlich hat ein Unternehmen zwei Möglichkeiten, Vermögensgegenstände zu erlangen, entweder durch Kauf oder durch eigene Herstellung. Unter Anschaffung, also das ist der erste Punkt, Kauf, ist der Vorgang des entgeltlichen Erwerbs von Vermögensgegenständen von einem Dritten für betriebliche Zwecke zu verstehen. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten zu aktivieren. Nach HGB umfassen die Anschaffungskosten die folgenden Sachen. Erstens natürlich der Anschaffungspreis des Vermögensgegenstands in Netto, zuzüglich den Anschaffungsnebenkosten netto, abzüglich den Anschaffungspreisminderungen netto und zuzüglich nachträglichen Anschaffungskosten netto. Und das zusammen ergibt in der Summe die zu aktivierenden Anschaffungskosten in netto. Der Anschaffungspreis ergibt sich, also hier das hier, der Anschaffungspreis, ergibt sich aus dem Kaufvertrag und stellt den Nettowert des Vermögensgegenstandes dar, also ohne Umsatzsteuer. Die bei der Beschaffung des Gutes gezahlte Umsatzsteuer ist als abzugsfähige Vorsteuer kein Bestandteil der Anschaffungskosten. Neben dem Kaufpreis des Gutes sind als Anschaffungsnebenkosten die Ausgaben zu aktivieren, die anfallen, damit der Vermögensgegenstand erworben und in einen betriebsbereiten Zustand versetzt werden kann und die dem einzelnen Gut direkt zugerechnet werden können. Zu diesen Beschaffungsausgaben zählen, also wir sind jetzt quasi hier, Anschaffungsnebenkosten. Zu diesen Beschaffungsausgaben zählen zum Beispiel die Grunderwerbssteuer, die Maklerkosten, die Notarkosten, Gerichtskosten, Registerkosten,
Transportkosten und Transportversicherungen, Zölle beim und so ähnliche Sachen. Ja, das sind alles Nebenkosten. Und Betriebsbereitschaft. Betriebsbereitschaft ist gegeben, wenn ein Wirtschaftsgut entsprechend der Zweckbestimmung des Bilanzierenden genutzt werden kann. Ja, wenn man also loslegen kann, die Anlage zu benutzen. Die Ausgaben zur Herstellung der Betriebsbereitschaft umfassen unter anderem die Montage- und Fundamentierungskosten sowie die Kosten für die Abnahme von Anlagen und Gebäuden und die Ausbildung der Mitarbeiter. Unter die Anschaffungspreisminderungen, also hier der dritte Punkt, fallen Rabatte sowie Preisnachlässe wie Boni und Skonti. Finanzierungskosten zählen nicht zu den Anschaffungskosten. Nachträgliche Anschaffungsnebenkosten stellen, das ist dann hier der letzte Punkt, nachträgliche Anschaffungsnebenkosten stellen Aufwendungen nach Abschluss des Erwerbsvorgangs dar, wie zum Beispiel zur Erweiterung oder Verbesserung des Kaufgegenstandes. Schauen wir uns jetzt endlich mal ein Beispiel an, damit das ein bisschen konkreter wird. Wir kaufen einen Kleinlastwagen auf Zier. Okay? Die Rechnung des Autohändlers sieht wie folgt aus. Hier oben haben wir die Rechnung. Die Buchung beim Kauf, also die Rechnung ist so, der Listenpreis ist 50.000 Euro netto. Dann haben wir noch Überführungskosten von Höhe von 2.020 Euro. Macht zusammen 52.020. Da kommen dann noch 19% Umsatzsteuer drauf, sodass wir brutto einen Rechnungspreis haben von 61.903,80 €. Und beim Kauf buchen wir eben wie folgt: Fuhrpark mit dem Nettopreis plus Überführungskosten und die Vorsteuer an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und dann der gesamte Rechnungsbetrag. Das ist die Buchung beim Kauf. Und jetzt ist in dem Beispiel noch gegeben, bei Bezahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungserhalt gewährt das Autohaus uns ein Skonto von 3% auf den Listenpreis des Transporters. 3%. So, die zu aktivierenden Anschaffungskosten sind dann, ups, muss kurz die Notizen wegmachen. Die zu aktivierenden Anschaffungskosten ergeben sich dann wie folgt. Wir hatten ja hier diesen Anschaffungspreis. Darauf rechnen wir die 3% Skonto, also 1.500 Euro, rechnen dann wieder die Anschaffungsnebenkosten drauf und haben dann die zu aktivierenden Anschaffungskosten. Und da rechnen wir dann die Umsatzsteuer drauf und daraus ergibt sich dann der Zahlbetrag. Damit lautet dann die Buchung bei Bezahlung wie folgt. Unsere Verbindlichkeiten sinken um den gesamten Betrag, den wir am Anfang hatten, ohne das Konto. Die Banküberweisung ist dieser neu errechnete Zahlbetrag. Die Vorsteuer wird korrigiert, weil wir da zu viel am Anfang hatten. Und da haben wir noch Fuhrpark, 1.500 Euro, das sind die Anschaffungspreisminderungen, die nachträglich noch reingebucht werden. Und die aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens, stellen die Grundlage für die Abschreibungen dar. Das heißt, bevor wir uns genau Gedanken machen können über Abschreibungen, müssen wir genau wissen, wovon wir abschreiben. Und wovon wir abschreiben, sind eben die aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände. Industrieunternehmen erstellen zum Teil Sachanlagen zur eigenen Nutzung im Betrieb selber. Und in diesem Fall sind statt der Anschaffungskosten die Herstellungskosten die Grundlage für den Bilanzansatz. Herstellungskosten sind nach HGB Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Für die selbst erstellten Güter, also Eigenleistungen, fallen auf der einen Seite Aufwendungen an, unter anderem für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Arbeitskräfte. Auf der anderen Seite erhöhen diese Vermögensgegenstände den Wert der Sachanlagen auf der Aktivseite der Bilanz. Um diesen Zusammenhang buchhalterisch zu erfassen, sind die Herstellungskosten der Eigenleistungen zu neutralisieren. Das geschieht durch Buchung als Vermögenszugang im Soll des entsprechenden Aktivkontos
und Gegenbuchung im Ertragskonto 53 andere aktivierte Eigenleistungen. Nur tatsächlich angefallene Aufwendungen sind in die Herstellungskosten einzubeziehen. Schauen wir uns ein Beispiel dazu an. Wir stellen eine eigene Anlage her, die in der Produktion eingesetzt werden soll. Die dafür anfallenden Löhne betragen 15.000 Euro und werden an die Arbeiter überwiesen. Rohstoffe werden laut Materialentnahmeschein im Wert von 25.000 Euro verbraucht. Die Buchung der Aufwendungen sieht dann so aus, nämlich Rohstoffaufwendungen 25.000 an Rohstoffe 25.000 und Löhne 15.000 an Bank 15.000. Und die Buchung zur Aktivierung der Eigenleistung lautet entsprechend technische Anlagen und Maschinen 40.000 an andere aktivierte Eigenleistungen 40.000. Die Aktivierung von Herstellungskosten eines selbst erstellten Vermögensgegenstandes löst im Unternehmen selbst keine Umsatzsteuerpflicht aus und erfolgt zum Zeitpunkt der Fertigstellung. Die Anlage Vermögensgegenstände, die ein Unternehmen besitzt, werden in der Regel nicht alle sofort verbraucht. Stattdessen werden die Güter über einen längeren Zeitraum, in dem sie auch Leistungen abgeben, abgenutzt. Dieser Sachverhalt muss entsprechend bei der Erfolgsermittlung berücksichtigt werden. Wenn eine Maschine im Jahr der Anschaffung auf einem Aufwandskonto im Soll und einem Zahlungsmittelkonto, zum Beispiel Kasse oder Bank, im Haben gebucht werden würde, würde sich der Erfolg des betreffenden Jahres um den gesamten Anschaffungsbetrag der Maschine verringern. Die Maschine würde also einen einmaligen Aufwand im Jahr des Kaufes verursachen. Bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren würde in den nachfolgenden 9 Jahren durch den Einsatz der Maschine nur Ertrag erwirtschaftet werden. Und diese Vorgehensweise widerspricht allerdings den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften der Erfolgsermittlung. Der Erfolg muss nämlich periodengerecht ermittelt und ausgewiesen werden. Das heißt, die in einer Abrechnungsperiode entstandenen Aufwendungen müssen den Erträgen, die damit in dem entsprechenden Zeitraum erzielt wurden, gegenübergestellt werden. Alle Vermögensgegenstände, die in einem Unternehmen über eine Rechnungsperiode hinaus Leistungen abgeben, sind somit als Anlagegüter in der Bilanz zu aktivieren. Um die Wertminderungen im Zeitablauf aufgrund einer betriebszweckorientierten Nutzung aufwandsmäßig, also erfolgsmindernd, zu erfassen, werden Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände vorgenommen. Die Wertminderung eines Anlagegutes bzw. der Werteverzehr muss sowohl aus Gründen eines zeitraumadäquaten Erfolgsausweises als auch unter Beachtung der Nutzungsgegebenheiten buchhalterisch auf den gesamten Nutzungszeitraum verteilt werden, also gegebenenfalls über viele Jahre. Das erfolgt in der Weise, dass beim Erwerb eine Aktivierung der Anschaffungskosten bzw. bei Eigenfertigung der entsprechenden Herstellungskosten erfolgt und am Ende eines jeden Geschäftsjahres jeweils der im abgelaufenen Jahr verzehrte Wertanteil als Aufwand im Konto 65 Abschreibungen gebucht und dem aktiven Bestandskonto wertmäßig entnommen wird. Als Aufwandskonto wird das Abschreibungskonto über das GOV-Konto 802 abgeschlossen. Die Buchung des Abgangs im aktiven Bestandskonto wirkt sich vermögensmindernd im SBK 801 aus. Die Abschreibungen stellen buchungsmäßig einen Aufwand dar, vermindern somit den Gewinn des Unternehmens und damit die gewinnabhängigen Steuern. Insofern ist es bei normaler Gewinnsituation aus rein bilanzpolitischen Gründen zweckmäßig, so früh wie möglich, so viel wie möglich abzuschreiben. So, planmäßige Abschreibungen müssen nach HGB bei abnutzbaren Gegenständen des Anlagevermögens vorgenommen werden. Bei selbst erstellten Gütern beziehen sich die Abschreibungen auf die Herstellungskosten bzw. die verbleibenden Buchwerte, wohingegen bei erworbenen Gütern von den Anschaffungskosten bzw. den verbleibenden Buchwerten auszugehen ist. Nicht abnutzbare Anlagegüter sind zum Beispiel Grundstücke und unterliegen nur in Ausnahmefällen bei dauerhafter Wertminderung einem Wertverlust, der durch außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt wird.
Bei einem Grundstück könnte zum Beispiel eine Vergiftung des Bodens festgestellt werden, wodurch das Grundstück unverkäuflich wird. Auch Finanzanlagen, die keiner vorhersehbaren, planmäßig ablaufenden Abnutzung unterliegen, könnten infolge von sinkenden Börsenkursen oder Verschlechterungen der wirtschaftlichen Situation abschreibungsbedürftig werden. Für jeden Vermögensgegenstand des Anlagevermögens ist ab Zugang eine Anlagenkarte bzw. ein Anlagenverzeichnis zu führen, auf der die für die Unternehmensbuchführung relevanten Angaben des Gutes zu vermerken sind. Inventarnummer, Bezeichnung, Anlagenkontennummer, Kostenstelle, Datum der Anschaffung bzw. Herstellung, Anschaffungs- oder Herstellungskosten, voraussichtliche Nutzungsdauer, Abschreibungsplan. Und die Bedeutung des Abschreibungsplans ergibt sich daraus, dass die Abschreibungen einen wesentlichen Bestandteil des Gesamtaufwandes einer Abrechnungsperiode darstellen und die Höhe des Periodenerfolges entscheidend beeinflussen. Zu berücksichtigen sind bei der Erstellung die voraussichtliche Nutzungsdauer und die Wertentwicklung innerhalb der Nutzungszeit. Was die Nutzungsdauer angeht, umfasst die Nutzungsdauer nach HGB die Geschäftsjahre, in denen der Gegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Das ist die wirtschaftliche Nutzungsdauer, in der eine Nutzung des Vermögensgegenstandes als wirtschaftlich sinnvoll erachtet wird. Im Zeitpunkt der Beschaffung ist die wirtschaftliche Nutzungsdauer erstmal unbekannt, muss also aufgrund von betrieblichen Erfahrungen geschätzt werden. Das Steuerrecht verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die von einem Zeitraum, in dem sich der Vermögensgegenstand üblicherweise abnutzt, ausgeht. Auch hier ist eine objektive Bestimmung nicht möglich. Um Streitfällen zwischen Steuerpflichtigen und dem Finanzamt vorzubeugen, wird auf die finanzamtlichen Abschreibungstabellen, sogenannte AFA-Tabellen, zurückgegriffen. Wobei AFA für Absetzung für Abnutzung steht und ein steuerrechtlicher Ausdruck für Abschreibungen ist. Diese legen für die verschiedenen Anlagegüter die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer fest, die auf Erfahrungen der Behörden aus steuerlichen Betriebsprüfungen beruht. Die in den AFA-Tabellen angegebene Nutzungsdauer dient als Anhaltspunkt und orientiert sich an der tatsächlichen Nutzungsdauer eines unter üblichen Bedingungen arbeitenden Betriebs. Eine Abweichung von der in den AFA-Tabellen vorgesehenen Nutzungsdauer ist unter Angabe von glaubhaften Gründen möglich. So, dann noch in Bezug auf die Wertentwicklung innerhalb der Nutzungszeit. Die Wertentwicklung innerhalb der Nutzungszeit ist von verschiedenen Einflussgrößen abhängig. Die wertmindernden Einflussfaktoren werden durch planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen in der Buchhaltung erfasst. Im Falle dauerhafter Wertminderung bei einem Vermögensgegenstand muss analog zu den nicht abnutzbaren Anlagegütern eine außerplanmäßige Abschreibung maximal zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. zu den verbliebenen Restbuchwerten vorgenommen werden, um auf den niedrigeren Wert abzuschreiben. Der Ansatz von Abschreibungen zur Erfassung des Werteverzehrs zwecks zeitlicher Abgrenzung der Erfolge ist von der Höhe der Anschaffungskosten abhängig. An abnutzbaren Anlagegütern bezüglich der Aktivierung und Abschreibung sind zu unterscheiden: erstens für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis einschließlich 150 Euro die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, gilt die sofortige Aufwandsbuchung. Somit werden diese sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter bei Beschaffung bzw. Herstellung sofort in voller Höhe der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten als Aufwand erfasst. Eine Aktivierung des Anlagegutes und damit einhergehende Abschreibungen erfolgen nicht. Der Erfolgsausweis wird durch die geringe Höhe der Anschaffungskosten nur unwesentlich beeinflusst. Gleichzeitig ist diese Vorgehensweise zweckmäßig, da eine jährliche Buchung von Kleinstbeträgen entfällt. Für diese geringwertigen Wirtschaftsgüter besteht keine Dokumentationspflicht, also muss keine separate Anlagenkarte geführt werden. Zweitens, für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zwischen 150 Euro und 1500 Euro, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, ist jahrgangsbezogen ein Sammelposten zu bilden, der zu aktivieren ist. Die darin zusammengefassten Wirtschaftsgüter sind gleichmäßig über einen Zeitraum von 5 Jahren abzuschreiben. Tatsächliche Veränderungen innerhalb des Sammelpostens werden nicht berücksichtigt.
Diese abnutzbaren Güter des Anlagevermögens werden ebenfalls als geringwertige Wirtschaftsgüter bezeichnet, als GWG abgekürzt, und sind in einem besonderen laufend zu führenden Verzeichnis einmalig unter der Angabe der Anschaffungskosten aufzuführen. Wann im Laufe des Jahres die einzelnen Wirtschaftsgüter erworben wurden, ist unerheblich. Drittens haben wir abnutzbare Anlagegüter mit Anschaffungskosten über 1000 Euro netto. Bei diesen hochwertigen Gütern des Anlagevermögens muss zwingend eine Aktivierung im Anschaffungsjahr erfolgen. Aufgrund der erwarteten Wertminderung im Zeitablauf wird ein bestimmter Werteverlauf prognostiziert, und dieser Wertminderungsverlauf bildet die Grundlage für die planmäßige Abschreibung über die voraussichtliche Nutzungsdauer. Es existieren unterschiedliche planmäßige Abschreibungsmethoden, von denen wir im Folgenden die lineare, die geometrisch-degressive, die arithmetisch-degressive und die Leistungsabschreibung vorstellen werden. Und die planmäßigen Abschreibungen basieren auf einem Abschreibungsplan, und dieser Abschreibungsplan muss folgende Angaben enthalten: Erstens die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des Vermögensgegenstandes, zweitens eventuell zu erzielender Verkaufserlös am Ende der Nutzungsdauer, also ein Restwert, voraussichtliche Nutzungsdauer des Anlagegutes und die gewählte Abschreibungsmethode. Bei den nachfolgend vorgestellten Abschreibungsmethoden werden aus Vereinfachungsgründen durchweg volle Jahresbeträge angenommen. Fangen wir mit der linearen Abschreibung an. Die lineare Abschreibung ist die einfachste Abschreibungsmethode und geht von einer gleichbleibenden Nutzungsintensität aus. Daher erfolgt die Abschreibung als gleichbleibender Prozentsatz von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. So ergibt sich eine gleichmäßige Verteilung der Aufwendung auf die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Der jährliche Abschreibungsbetrag ergibt sich wie folgt, nämlich als Anschaffungskosten oder Herstellungskosten geteilt durch die Nutzungsdauer in Jahren. Also sehr, sehr einfach. Oder wenn wir den Abschreibungssatz definieren als 100 durch die Nutzungsdauer in Jahren, dann ergibt sich der jährliche Abschreibungsbetrag als Abschreibungssatz mal Anschaffungskosten. Der jährliche Abschreibungsbetrag, hier, das habe ich sogar aufgeschrieben. Der jährliche Abschreibungsbetrag wird am Jahresende von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. von dem jeweiligen Restbuchwert des Vorjahres abgezogen. Wenn wir schon ein paar Jahre lang abgeschrieben haben, haben wir ja nicht mehr die Anschaffungskosten in voller Höhe in den Büchern stehen, sondern nur noch den Restbuchwert, und das ist dann die Grundlage zum Abschreiben. Der maximale Abschreibungsbetrag auf einen Vermögensgegenstand ist durch die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten determiniert. Man kann einen Gegenstand nicht mehr abschreiben, als er am Anfang gekostet hat, zu kaufen oder herzustellen. Die Vorteile der linearen Abschreibungsmethode liegen in der gleichmäßigen Aufwandsverteilung über die Nutzungsdauer und der dadurch entstehenden kontinuierlichen Wertminderung. Schauen wir uns zur linearen Abschreibung ein Beispiel an. Wir erwerben im Jahr 2011 eine technische Anlage. Die Anschaffungskosten betragen 30.000 Euro, und wir gehen von einer Nutzungsdauer von 6 Jahren aus, und ein Restwert am Ende der Nutzungsdauer wird nicht erwartet. Der jährliche lineare Abschreibungsbetrag beträgt also wenn wir das A, B nennen, ist 30.000 durch 6 ist also 5.000. Damit ergibt sich ein Abschreibungsplan wie folgt. Ist ein ganz typischer Abschreibungsplan. Hier am Anfang haben wir die Anschaffungskosten, das ist quasi der erste der Zeitpunkt 0. Quasi am Ende der nullten Periode oder am Anfang der ersten Periode haben wir damit einen Buchwert von 30.000 Euro. Am Ende der
Ich mache mal hier das allgemeingültig dran. 2, 3, 4, 5, 6. Ne? 6 Nutzungsjahre hatten wir gesagt. Also am Ende der ersten Nutzungsperiode schreiben wir ab, nämlich mit dem Betrag 5.000, das ist der jährliche Abschreibungsbetrag, das ist die lineare Abschreibung 5.000, mindert den Buchwert der Maschine dann eben um 5.000 Euro. Das heißt, am Ende des Jahres haben wir die Maschine nur noch mit 25.000 Euro in den Büchern. Am Ende der zweiten Periode machen wir das Gleiche. Der Wert mindert sich auf 5.000 Euro, ist die Maschine nur noch 20.000 Euro wert. Das geht so weiter und so weiter und so weiter, bis wir am Ende einen Restbuchwert von 0 Euro haben. Und so wissen wir, dass unsere Rechnung aufgegangen ist, denn per Definition muss die lineare Abschreibung am Ende einen Restbuchwert von 0 Euro ergeben. Da ja die gesamte, da der, der Gesamt, da die gesamten Anschaffungskosten ja auf die Nutzungsdauer verteilt werden. Zweitens haben wir die sogenannte geometrisch degressive Abschreibung. Und bei der geometrisch degressiven Abschreibung wird der von Jahr zu Jahr abnehmenden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes dadurch Rechnung getragen, dass ein über die gesamte Nutzungsdauer gleichbleibender Prozentsatz abgeschrieben wird vom jeweiligen Buchwert dieses Jahres. Und daher wird die geometrisch degressive Abschreibung auch als Restwert- bzw. Buchwertabschreibung bezeichnet. Und bei so einer Abschreibungsmethode ergeben sich fallende Abschreibungsbeträge, da die Buchwerte ja immer kleiner werden und die Reihe der Buchwerte weist eben den Verlauf einer geometrisch degressiven Zahlenreihe auf. Die geometrisch degressive Abschreibung darf steuerrechtlich nur auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer angewendet werden, die vor 2011 angeschafft wurden. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum handeln wir das jetzt? Erstens könnte es für Sie immer noch relevant sein, wenn Sie in ein Buch einsteigen, dass es Maschinen gibt, die vor 2011 angeschafft werden. Zweitens gibt es immer wieder Änderungen, was die Abschreibungsmethoden angeht, also was das Steuerrecht angeht in Bezug auf Abschreibungen. Das heißt, es könnte durchaus passieren, dass geometrisch degressive Abschreibungen wieder allgemein zulässig sind, und dann sollten Sie das wissen. Und drittens ist es eine ergibt es nette Rechenaufgaben für die Klausur. So. Und die zulässigen Höchstgrenzen für den jährlichen Abschreibungssatz hängen ab vom konkreten Anschaffungsjahr, zum Beispiel 25% oder das 2,5-fache des linearen Abschreibungssatzes für 2009 bis 2010. Aber in der Regel, wenn wir dazu eine Aufgabe handeln, gebe ich den Abschreibungssatz vor. Der jährliche Abschreibungsbetrag ergibt sich allgemein wie folgt: nämlich Abschreibungsbetrag ist gleich Abschreibungssatz mal jeweiliger Buchwert. Ganz einfach. Der Vorteil dieser geometrisch degressiven Abschreibung besteht in der Berücksichtigung einer stärkeren Wertminderung zu Beginn der Nutzungsdauer. Bleiben wir beim gleichen Beispiel wie eben, also eine 2010 gekaufte technische Anlage mit Anschaffungskosten von 30.000 Euro, einer Nutzungsdauer von 6 Jahren und einem angesetzten Abschreibungssatz von 25%. So, der Abschreibungsbetrag im Anschaffungsjahr, also hier, 1, 2, wir sind jetzt hier im Anschaffungsjahr. Berechnet sich dann wie folgt: 25% von 30.000 ist gleich 7.500. Okay? Das heißt, am Ende des ersten Jahres schreiben wir ab 7.500 Euro, haben wir einen Restbuchwert von 22.500. Und in den Folgejahren beziehen sich die Abschreibungsbeträge dann immer wieder auf den jeweiligen Buchwert des Vorjahres. Das heißt, im zweiten Jahr, mache ich es nochmal explizit, im zweiten Jahr berechnen wir wieder 25%, aber diesmal nicht von 30.000, sondern eben von 22.500. Und das sind eben 5.625. Ergibt einen neuen Restbuchwert von 16.875. Das machen wir immer weiter, immer weiter, immer weiter.
Und wie Sie sehen können, beträgt der Buchwert am Ende der sechsjährigen Nutzungsperiode nicht 0, sondern einen Betrag größer 0, nämlich über 5.000. Das heißt, die Anlage wurde nicht komplett abgeschrieben. Und diese nicht komplette Abschreibung ist nur dann erwünscht, wenn das Anlagegut einen Restwert hat. Ist das nicht der Fall, wird in der Praxis ein Wechsel von der degressiven zur linearen Methode vorgenommen. Optimal für das Unternehmen im Sinne eines möglichst frühen Ansatzes von Aufwendungen ist der Methodenwechsel, sobald der jährliche Abschreibungsbetrag der linearen Methode größer oder gleich dem der degressiven Methode ist. In unserem Beispiel bedeutet der Methodenwechsel, ups, muss kurz die Freihandsachen wegmachen. So. Das wird dann in so einer Tabelle verglichen. Wir stellen dann eben die degressive und die lineare Abschreibung gegenüber. Und da gehen wir einfach Jahr für Jahr durch. Noch kurz die Nummern dran schreiben. Jedes Jahr vergleichen wir jetzt, also bilanzpolitisch wollen wir grundsätzlich immer so viel wie möglich abschreiben. Das heißt, wir vergleichen jedes Jahr, wie viel wir degressiv abschreiben würden und wie viel wir linear abschreiben würden und nehmen dann den größeren Betrag. Im ersten Jahr wenn wir eben 25% von 30.000 nehmen, hätten wir degressiv einen Betrag von 7.500 € und linear einen Betrag von 5.000 €. Das ist, wenn wir einmal die 30.000 durch 6 teilen. 7.500 sind mehr, also nehmen wir erstmal die degressive Abschreibung. Im nächsten Jahr haben wir einen Restbuchwert von 22.500 und vergleichen wieder. Die degressive Abschreibung wäre 25% von 22.500 wären 5.625. Die lineare Abschreibung wären jetzt diese 22.500 geteilt durch 5, weil wir ja schon im zweiten Nutzungsjahr sind. Deswegen wäre bei linearen Abschreibungen ein Betrag von 4.500 vorgesehen, ist kleiner als die degressive Abschreibung, also bleiben wir bei der degressiven Abschreibung. Und im dritten Jahr aber, wenn wir die degressive und die lineare Abschreibung vergleichen, sehen wir, dass genau dasselbe rauskommt. Das heißt, das dritte Jahr ist dann der Übergang von der einen zur anderen Methode und ab da bleiben wir dann bei der linearen Methode, denn das können Sie sich selber ausrechnen. Wenn wir jetzt, ab jetzt ist die lineare Abschreibung immer größer als die degressive Abschreibung. Ne, wenn Sie sich das in der Grafik vorstellen, dann wäre der degressive Abschreibungsbetrag wird immer kleiner. Huch, wäre irgendwie sowas und der lineare wäre irgendwie sowas und rechts von diesem Punkt hier ist der lineare Abschreibungsbetrag immer größer. Okay, Sie können sich selber ausrechnen, wie die degressiven Abschreibungen hier wären. Das hier wären eben 25% von diesem Betrag. Und wenn wir dann eben durchgehend weiter linear abschreiben, haben wir am Ende auch per Definition einen Buchwert von 0 Euro und das ist schön sauber und geht dann auf quasi. In der Praxis werden Anlagevermögensgegenstände üblicherweise mit einem symbolischen Erinnerungswert von 1 Euro in der Bilanz geführt, wenn man davon ausgehen kann, dass die Anlage über den Abschreibungszeitraum hinaus noch genutzt werden kann. Okay? Also wenn wir uns ziemlich sicher sind, also wir sind jetzt im vorletzten Jahr, gucken uns die Anlage an, oder wir sind im letzten Jahr, schauen Sie die Anlage an, sehen, okay, die Maschine ist wahrscheinlich nächstes Jahr immer noch nutzbar. Laut Abschreibungsplan würden wir sie jetzt eigentlich auf 0 Euro abschreiben, aber es macht ja keinen Sinn, dass wir einen Anlagegegenstand haben in unserer Bilanz, der 0 Euro wert ist, weil irgendwas macht die Maschine ja noch. Deswegen wird auf einen symbolischen Erinnerungswert von 1 Euro abgeschrieben. Das heißt, im letzten Abschreibungsjahr würden wir dann eben um 1 Euro weniger abschreiben. Das heißt, also 4.217,75 Euro wäre der Abschreibungsbetrag, wenn wir auf 1 Euro abschreiben. In der Klausur gebe ich an, ob Sie auf 0 oder auf 1 Euro abschreiben sollen, falls Abschreibungen drankommen. Dadurch wird dem Grundsatz der Bilanzwahrheit entsprochen, wonach jeder vorhandene Vermögenswert auszuweisen ist, solange er sich tatsächlich im Bestand befindet.
Und erst beim endgültigen Ausscheiden des Wirtschaftsgutes wird der Erinnerungswert ausgebucht. Neben der geometrisch-degressiven Abschreibung existiert eine weitere Methode mit degressivem Abschreibungsverlauf. Nämlich die arithmetisch-degressive Abschreibung. Um einen gemäßigt degressiven Abschreibungsverlauf darzustellen, bietet sich die arithmetisch-degressive Abschreibung an. Eine Form der arithmetisch-degressiven Abschreibung ist die sogenannte digitale Abschreibung, bei der sich die jährlichen Abschreibungsbeträge jeweils um den gleichen Betrag vermindern. Aufgrund ihrer Vorgehensweise wird die digitale Abschreibungsmethode auch als Jahressummenabschreibung bezeichnet. Wie die jährlichen Abschreibungsbeträge ermittelt werden, zeigen wir direkt am folgenden Beispiel. Wir erwerben im Jahr 2011 eine weitere Maschine und die Anschaffungskosten betragen 60.000 Euro und wir gehen von einer Nutzungsdauer von 5 Jahren aus. Bei der digitalen Abschreibung müssen zur Ermittlung des Abschreibungsbetrages die gesamten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in Bruchteile aufgeteilt werden, die der kumulierten Anzahl der Nutzungsjahre entsprechen. Die Nutzungsdauer sind 5 Jahre, also können wir die Nutzungsdauer auf 15 Teile rechnen, nämlich 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 sind 15 Teile. Die Anschaffungskosten sind 60.000 Euro, aufgeteilt auf 15 Teile sind das 4.000 Euro pro Teil. Und die Abschreibungsbeträge der einzelnen Nutzungsjahre lassen sich durch Multiplikation des Teilbetrages, nämlich 4.000 Euro, mit den Jahresziffern in umgekehrter Reihenfolge ermitteln. Also im ersten Jahr mal 5, im zweiten Jahr mal 4, im dritten Jahr mal 3, im vierten Jahr mal 2 und im letzten Jahr mal 1. Ergibt dann am Ende folgende Abschreibungsbeträge: im ersten Jahr 20.000 Euro, im zweiten 16.000, dann 12, 8 und 4.000 Euro. Wenn man das dann in den Abschreibungsplan übernehmen, diese Abschreibungsbeträge, sieht das wie folgt aus und wir sehen, dass auch hier per Definition am Ende ein Restbuchwert von 0 Euro rauskommt. Ganz allgemein wird die kumulierte Nutzungsdauer durch die folgende Formel ermittelt, nämlich n mal n plus 1 durch 2, wären hier also 5 mal 5 plus 1 durch 2 ist 15. Okay? Merkmal dieser digitalen Abschreibung ist, dass die Abschreibungsbeträge jährlich um den gleichen Betrag gegenüber der vorherigen Abschreibung abnehmen. Die ermittelte Reihe der Buchwerte weist den Verlauf einer arithmetisch-degressiven Zahlenreihe auf. Steuerrechtlich ist die arithmetisch-degressive Abschreibungsmethode seit 1985 nicht mehr zulässig. Ist trotzdem immer noch aufgeführt in diesem Lehrbuch. Ganz genau weiß ich es nicht, warum. Aber ja, ergibt nette Rechenaufgaben und es lohnt sich trotzdem zu wissen, was es ist. Bis jetzt haben wir immer gesagt, dass wir am Ende einen Restwert von 0 Euro haben, beziehungsweise 1 Euro. Verfügt aber ein Wirtschaftsgut nach Ablauf der Nutzungsdauer noch über einen Wiederveräußerungserlös, vermindert sich der aufwandsmäßig insgesamt zu verteilende Abschreibungsbedarf um diesen Restwert. Die Berücksichtigung eines Schrottwertes erfolgt nur dann, wenn dieser von erheblicher Höhe und hinreichend bestimmbar ist. Sehen wir am besten an einem Beispiel. Wir kaufen im Jahr 2010 eine Maschine. Die Anschaffungskosten betragen 40.000 Euro und es wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen. Ich schreibe es kurz hier hin als Eckdaten. 40.000. 10 Jahre. Die Anlage soll alternativ, geometrisch, degressiv und linear abgeschrieben werden. Am Ende der 10-jährigen Nutzungsdauer ist von einem Schrottwert der Anlage in Höhe von 5.000 Euro auszugehen.
Die Formel, um auf den entsprechenden Abschreibungssatz zu kommen, lautet dann wie folgt. Ja, also Restwert durch Anschaffungskosten, Ente Wurzel daraus, 1 minus das Ganze und mal 100 ergibt einen Abschreibungssatz von 18,77%. Um auf die exakten jährlichen Beträge wie in der folgenden Tabelle zu kommen, müssen Sie den ganz genauen Satz verwenden. Also nicht 18,77 gerundet, sondern eben die genaue Zahl aus dem Taschenrechner. Am Ende, genau, das ergibt dann folgenden Abschreibungsplan. Wenn wir degressiv abschreiben, wir hatten ja gesagt, das soll alternativ, degressiv und linear abgeschrieben werden. Das ist jetzt die erste Alternative. Die erste Alternative, wir schreiben durchweg degressiv ab. Wir haben diese 18,77% eben ausgerechnet. Wenn wir die immer ansetzen, haben wir hier also, dieser Abschreibungsbetrag ist nichts anderes als 0,1877 mal 40.000. Und der nächste ist eben nichts anderes als 0,1877 mal der neue Restbuchwert. Okay, immer weiter, immer weiter. Und am Ende haben wir einen Restbuchwert von 5.000 Euro. Das ergibt sich nämlich jetzt so durch diesen Abschreibungssatz. Dieser Buchwert stellt den sogenannten Schrottwert dar, weil wir davon ausgehen können, dass die Anlage noch für diesen Preis verkauft werden kann. Wie sieht das aus, wenn wir linear abschreiben? Wenn wir linear abschreiben, erhalten wir den Abschreibungsbetrag, indem wir wie folgt rechnen, also die ganz normale Formel von vorhin, bloß dass wir nicht die gesamten Anschaffungskosten durch die Nutzungsdauer teilen, sondern Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten minus den Restwert durch die Nutzungsdauer. Und wenn wir das eben in diesem Beispiel machen, ergibt es einen konstanten jährlichen Abschreibungsbetrag von 3.500 Euro. Und dann sieht der Abschreibungsplan wie folgt aus. Wie Sie sehen, es hört gleich auf zu piepen, 3.500 Euro. Und wie Sie sehen, bleibt auch hier am Ende der Nutzungsdauer ein Buchwert von 5.000 Euro übrig. Wenn wir da nochmal zurückschauen, an sich könnten wir das als die allgemeine Formel benutzen und bei unseren ersten Beispielen hätten wir dann eben minus 0 gerechnet, weil das der Restwert am Ende ist, den wir angenommen haben. Aber in unserem Beispiel haben wir einen positiven Restwert angenommen von 5.000 und haben deswegen hier minus 5.000 benutzt. Dann haben wir noch die Abschreibung nach Leistungseinheiten. Und im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Abschreibungsmethoden, die den Abschreibungsaufwand unter zeitlichen Aspekten verteilen, geht die Abschreibung nach Leistung von dem Gesamtleistungs- bzw. Gesamtnutzungspotenzial eines Vermögensgegenstandes aus. Die Abschreibung nach Leistungseinheiten beruht darauf, dass ein abnutzbares Wirtschaftsgut ein begrenztes Nutzungspotenzial mit sich bringt und die Lebensdauer durch den Verbrauch von Nutzungseinheiten determiniert wird. Es kann daher unterstellt werden, dass die Lebensdauer einer Maschine durch eine maximale Anzahl an Einsatzstunden begrenzt wird und die Nutzungsdauer eines Kraftfahrzeugs durch die Anzahl der gefahrenen Kilometer. Bei diesen Vermögensgegenständen erfolgt eine Abschreibung entsprechend der Beschäftigung. Damit wird der Abschreibungsaufwand nach der tatsächlichen Inanspruchnahme eines Gutes verrechnet. In der Handelsbilanz ist dieses Abschreibungsverfahren zulässig. Die Anwendungsvoraussetzungen für die Steuerbilanz besteht darin, dass die Leistungsabschreibung wirtschaftlich begründbar ist und dass der Verbrauch der abschreibungsrelevanten Leistungseinheiten eindeutig messbar ist, zum Beispiel mit Hilfe eines Kilometerzählers beim Kfz oder mit Hilfe von Zählwerken an Maschinen. Zur Berechnung der Leistungsabschreibung wird zunächst
der auf eine Leistungseinheit entfallende Abschreibungsbetrag ermittelt, indem die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten durch die geschätzte Gesamtleistung dividiert werden und durch Multiplikation des sich so ergebenden Betrages pro Leistungseinheit mit der auf die entsprechende Abrechnungsperiode entfallende Leistungsabgabe wird der jährliche Abschreibungsbetrag errechnet. Wird klarer, wenn wir uns jetzt das Beispiel anschauen. Wir haben ein Kraftfahrzeug und dieses soll nach Leistungseinheiten abgeschrieben werden. Bei Fahrzeugen sind die Leistungseinheiten die gefahrenen Kilometer. Und zu ermitteln sind die jährlichen Abschreibungsbeträge und die Buchwerte der Zeitpunkte T0 bis T2, also T0, T1 und T2. Dabei sind die folgenden Daten zugrunde gelegt. Wir haben also Anschaffungskosten des Kraftfahrzeugs am Anfang, bevor es gefahren ist, von 23.000 Euro. Einen Restwert bei 60.000 Kilometern in Höhe von 5.000 Euro. Wobei die 60.000 Kilometer eben dieses Gesamtnutzungspotenzial darstellen sollen. Und aufgrund der jährlich gefahrenen Kilometer sind die entsprechenden Abschreibungsbeträge zu ermitteln, indem der Abschreibungsbetrag je Kilometer mit den gefahrenen Kilometern des Jahres multipliziert wird. Und die jeweils gefahrenen Kilometer stehen hier. Also kumuliert, ne? Der Buchwert am Ende jeden Jahres ergibt sich durch Subtraktion des jährlichen Abschreibungsbetrages von den Anschaffungskosten bzw. vom Restbuchwert des vorigen Jahres. Also, die Formel allgemein ist Anschaffungskosten minus Restwert durch Gesamtnutzungspotenzial ist also 23.000 Euro minus 5.000 Euro geteilt durch 60.000 Kilometer, das ist das Gesamtnutzungspotenzial, von dem wir ausgehen. Ergibt einen Abschreibungsbetrag pro Kilometer in Höhe von 30 Cent. Und weil die 30 Cent sich eben auf den Kilometer beziehen, rechnen wir in dieser Tabelle, rechnen wir im Abschreibungsplan die gefahrenen Kilometer mal 30 Cent mal 0,3, um auf den gesamten Abschreibungsbetrag zu kommen. Sieht dann so aus. Entschuldigung. Genau, also 30 Cent. Das war das hier. Oder besser noch, diese 12.000 mal 0,3 sind gleich 3.600. Und die 23.000 mal 0,3 sind 6.900 und die 13.000 mal 0,3 sind eben 3.900. Okay, und diese gefahrenen Kilometer sind eben auf jedes Jahr bezogen und das hier sind die kumulierten. Ne? Also am Ende des ersten haben wir insgesamt 12.000 gefahren, am Ende des zweiten sind wir insgesamt 35.000 gefahren, das heißt im zweiten Jahr 23.000, am Ende des dritten Jahres sind wir insgesamt 48.000 gefahren, also in diesem Jahr dann 13.000. Und daraus ergeben sich dann multipliziert mit diesen 30 Cent der gesamte Abschreibungsbetrag. Genau. So, was den Abschreibungsbeginn bei Anschaffungsfällen angeht, hinsichtlich des Abschreibungsbeginns ist in Anschaffungsfällen vom Zeitpunkt der Lieferung und in Herstellungsfällen vom Zeitpunkt der Fertigstellung auszugehen. In einem Unternehmen variieren die Anschaffungs- bzw. Fertigstellungszeitpunkte der Anlagevermögensgegenstände in einem Geschäftsjahr aufgrund innerbetrieblicher Produktions- und absatztechnischer Anforderungen oder exogener Gegebenheiten, wie zum Beispiel Lieferfristen. Daher verteilen sich die Beschaffungszeitpunkte über die gesamte Rechnungsperiode, sodass für die einzelnen Vermögensgegenstände der abschreibungsbedingte Werteverzehr jeweils nur für einen Bruchteil des Jahres in Ansatz zu bringen ist. Grundsätzlich wäre die Abschreibung taggenau entsprechend des zeitlichen Nutzungsanteils anzusetzen und das würde aber einen hohen buchhalterischen Aufwand nach sich ziehen,
Daher wurden vom Steuerrecht vereinfachende Regelungen zugelassen. Und zwar gilt die Vereinfachungsregel wie folgt: Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsgutes vermindert sich für dieses Jahr der Absetzungsbetrag um jeweils ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat der Anschaffung oder Herstellung vorangeht. Wird wiederum klarer, wenn wir uns ein Beispiel dazu anschauen. Wir haben eine technische Anlage für 200.000 Euro angeschafft. Am 3.9. 2011 auf Ziel, und die soll über 10 Jahre hinweg linear abgeschrieben werden. Damit ergibt sich ein Abschreibungsbetrag pro Jahr in Höhe von 20.000 Euro ohne Restwert, und da die Anschaffung im September des Jahres erfolgt, schreibt das Unternehmen im Anschaffungsjahr nur 4/12 des Abschreibungsbetrags ab, also 6.666,67 Euro. Genau, 4/12 ergibt sich eben aus Dezember, November, Oktober und September inklusive. Okay, weil es im September angeschafft wurde, wird der September noch ganz mitgezählt. Haben wir 4 Monate, 4/12 mal den Abschreibungsbetrag von 20.000. Okay, also das hier ist gleich 4/12 mal 20.000 Euro. Und gebucht wird die Abschreibung im Konto 653, Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen. Und das ist ein Aufwandskonto, und dieses Aufwandskonto wird über das GOV-Konto abgeschlossen. Und die Buchung im aktiven Bestandskonto 07 wirkt sich vermögensmindernd im Schlussbilanzkonto aus, sodass wir einen geringeren Schlussbestand haben und eben weniger an Aktiva. Genau, das hier ist das Aufwandskonto Abschreibungen, das war die Abschreibung, das ist der Abschluss auf über das GOV-Konto, das landet dann hier, und die Abschreibung war gegengebucht hier auf dem Aktivkonto, und diese Wertminderung verringert eben hier den Schlussbestand der Anlagenmaschinen und verringert am Ende eben hier den Bestand im Schlussbilanzkonto. Um in der Bilanz eine eingetretene Wertminderung bei den Vermögensgegenständen auszuweisen, kann das bilanzierende Unternehmen buchtechnisch auf zwei verschiedene Abschreibungsformen zurückgreifen. Erstens die direkte Abschreibung. Wie wir bis jetzt im Vorigen gezeigt haben, wird die Wertminderung direkt als Abgang auf dem entsprechenden Anlagevermögenskonto im Haben gebucht. Gleichzeitig erfolgt die Buchung auf dem Konto Abschreibungen im Soll als Aufwand. Am Ende werden dann das Anlagevermögenskonto, das als Saldo den aktuellen Restbuchwert aufweist, über das Konto SBK und das Konto 65 Abschreibungen über das GOV-Konto 802 abgeschlossen. Zweitens haben wir noch die indirekte Abschreibung. Bei der indirekten Abschreibung bleibt die Sollbuchung im Aufwandskonto unverändert. Damit bleibt auch die erfolgsmindernde Wirkung der Abschreibungsbuchung bestehen. Die Habenbuchung erfolgt jedoch nicht als unmittelbare Bestandsminderung im Anlagevermögenskonto, sondern die erforderliche Wertkorrektur beim Vermögensgegenstand wird über das passivische Bestandskonto 36 Wertberichtigungen vorgenommen. Und bei der indirekten Abschreibung wird der Anschaffungs- bzw. Herstellungswert weiterhin auf einem aktiven Bestandskonto geführt. Auf der Passivseite der Bilanz wird die Wertminderung jetzt in Form einer Wertberichtigung als Korrekturposten zum Anlagevermögen ausgewiesen.
Und durch diese Art der Abschreibung wird die Bilanzklarheit erhöht, da sowohl die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten als auch die Wertberichtigung in der Bilanz zu entnehmen sind. Und der Buchwert eines Anlagegutes ergibt sich, indem von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten die Wertberichtigungen abzuziehen sind. Sie sehen, es darf natürlich keinen Unterschied machen in der Bilanzsumme, ob wir direkt oder indirekt abschreiben, aber in der Übersicht macht es einen Unterschied.